Spiegel, Herr Professor Müllers, immer wieder streitet die Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentenkonferenz über die richtigen Antworten auf könnte man sich diese Veranstaltungen auch sparen, und der Bund regiert einfach durch? Müllers, theoretisch ja, der Bund kann die Bekämpfung der Pandemie gesetzgeberisch abschließend regeln. Der Lockdown ließe sich durch ein Bundesgesetz verhängen. Dafür braucht man rechtlich gesehen auch keine Ministerpräsidenten zur Person eignen. Vergrößern Foto, Thomas Imo Fototek.net Fototek Imago Images Christoph Müllers, 52, lehrt Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität. Er ist permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Müllers war in mehreren Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Prozessvertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, etwa in den Verfahren um das BKA-Gesetz, die Vorratsdatenspeicherung und das NPD-Verb. 2016 wurde ihm der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen. Spiegel, woraus ergibt sich das? Müllers, Artikel 74 Grundgesetz gibt dem Bund in Absatz 1, Nummer 19 die Gesetzgebungskompetenz für alle Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und anders als bei anderen Gesetzgebungskompetenzen müsste der Bund hier auch noch nicht einmal rechtfertigen, dass eine bundeseinheitliche Regelung erfordert. In diesem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung dürfen die Länder nämlich nur tätig werden, wenn und soweit der Bund noch nichts geregelt. Weiterlesen mit Spiegel Plus, mehr Perspektiven, mehr Verstehen. Ihre Vorteile mit Spiegel Plus Icon, check der Spiegel als Magazin, als App, ihr Paper und auf dem E-Reader Icon, check alle Artikel auf die exklusive Texte für Spiegel Plus Leser Icon, check einen Monat kostenlos testen jederzeit online kündbar, ein Preis nur 19,99 € pro Monat, ein Monat für 0 Cent, jetzt für 0 Cent ausprobieren, jetzt kaufen, Pfeil nach rechts, Sie haben bereits ein Digitalabonnement. Hier anmelden, iTunes-Abo wiederherstellen, Spiegel Plus wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit 19,99 €. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um Spiegel Plus außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem Spiegel-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen.